Hallo aus dem Apollo-Theater in Möhringen. Heute feiert hier das Musical Tina Premiere und auf dem schwarzen Teppich tummeln sich auch schon die Promis. Das Musical zeigt den steinigen Weg von Tina Turner zur gefeierten Rock-Ikone. Was kann man sich also von der Sängerin abschauen? Durchhaltenvermögen, Hochkämpfen, Talent, starke Frau in dem Sinn, dass sie ihren Weg gemacht hat, ihren Weg gegangen ist. Also einiges kann man an, auch als Performer finde ich sie super stark. Sie macht was, wirklich was ganz anderes. Sie war in einer Branche, wo auch nicht viele dunkelhäutige Frauen da waren mit diesem Rock oder sag mal sichtbar war. Und trotzdem war sie exzellent. Sie hat mit ihrer Können ihr Talent bis nach oben geschafft. Mich beeindruckt an Tina Turner nicht nur ihre eindrucksvolle Stimme, sondern gerade auch die Tatsache, dass sie sich in allen Lebenslagen durchgesetzt hat und was mir besonders gut gefällt als Stuttgarter Oberbürgermeister, dass sie einige Jahre in unserer Stuttgarter Partnerstadt St. Louis gelebt hat. Man kann sich auf jeden Fall ihre Power abschauen. Sie ist die Queen of Rock'n'Roll. Sie ist eine lebende Legende. Sie ist eine große Ausnahmekünstlerin. Ich denke, das ist eine tolle Geschichte, dass man sich erstmal durchkämpfen muss, um was im Leben zu erreichen. Und ich denke, sowas kann man als Vorbild nehmen. Ich glaube, man kann ehrlich gesagt genau dasselbe machen wie im Fußball. Niemals aufgeben. Sie hat einen sehr, sehr langen Atem gehabt. Sie hat nie aufgegeben, auch wenn es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Ich glaube, jeder Mensch kennt das, dass man auch diese Stimmen im Kopf hat, die einem sagen, du kannst es nicht, du bist vielleicht nicht gut genug. Ja, also sie hat sich hochgekämpft, das auf jeden Fall. Sie ist eine mega starke Frau. Ich finde, das hat sie ein bisschen zu spät gemacht. Sie hätte sich sofort trennen müssen. Das Durchhaltevermögen, das braucht, glaube ich, jeder. Und ich denke mal, das ist ein großes Beispiel dafür, wie man es machen kann. Ihre Lebenswerk, ihre Kampf, um zu überleben und Kampf mit der Berühmtheit. Tina ist für uns ein Idol. Die hat die Vielfalt erlebt. Was sie von ihr abschauen kann, ihr ganzes Leben, weil das ganz wunderbar ist, wie sie das gemeistert hat, auch mit diesen Schicksalsschlägen und dass sie so grandios eine tolle Pop-Ikone wurde. Die Frau macht mir Mut oder hat mir Mut gemacht, nochmal mit 55 durchzustarten, nochmal von nichts anzufangen und sie wusste, worauf sie sich einlässt. Wenn das klappt, ist das ja eine sehr anstrengende Sache auch. Mit 55 nochmal eine Weltkarriere zu starten, ist sehr mutig. Freust du dich denn heute auf irgendetwas ganz Besonderes bei dem Musical oder auf irgendeinen Song ganz besonders? Nee, nicht besonders über einen Song, sondern über die Entwicklung, die einzelnen Stationen ihres Lebens. Und ich war einmal beim Konzert, das letzte Mal, das war ungefähr vor 30 Jahren. Also ich bin gespannt. Ich bin Proud Mary Fan und River Deep Mountain High. Die 70s Tina Songs, ja. Auf Tina. Auch wenn es nicht in echt ist, aber ja, auf Tina, auf Musik, auf das hier. Ne? Das ist meine erste Musical-Premiere seit Corona, das ist der Wahnsinn. Also ich war zum ersten Mal auf einem Konzert in Karlsruhe, da ist Tina aufgetreten mit ihrem damaligen Mann Ike Turner. Tolle Sängerin und ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht, was für Songs jetzt noch so dazu kamen und ich freue mich riesig. Bis wann das Tina-Musical in Stuttgart spielt, ist noch offen. Es bleibt jedoch mindestens bis zum 23. Dezember. Tickets gibt es ab 55,90 €, wobei Studenten und Schüler jedoch 10% Rabatt bekommen. Das war es heute vom Roten Teppich im SI-Zentrum. Bis dann und tschüss!